Der Marc von Business to Wien ist hier. Hallo, servus. Und die Marlene ist drin. Hallo. Grüß dich. Hallo. So, schön, dass die Marlene da ist, denn die Marlene hat 5 Piercings für uns dabei im Gepäck, was wir machen dürfen, sollen, können, wollen. Ja, und zwar, wir machen 2 Ohrläppchen auf dem Ohr. 1, 2, also das zweite und das dritte, ehrlich gesagt. Die ersten hast du schon. Das, wir machen 1 dazu und 2 dazu. Genau, weil die anderen sind, also genau, sind zugewachsen. Genau, aber die untersten sind noch aktiv. Ja, genau, genau, genau. Drüben machen wir nur 1 dazu. Das heißt, wir haben insgesamt 3 Ohrläppchen. Dann haben wir noch ein Anti-Helix und ein Conch-Piercing. Du sagst Helix dazu. Ja, wurscht. Genau. Ich zeige dir dann mal den Unterschied. Okay. Gut. Und wir haben alles schon vorbereitet soweit mal. Also den Schmuck ausgesucht, mal alles besprochen, die Nadeln aufgedeckt. Ich zeige dir das mal. Da ist es. Das ist natürlich alles steril ausgepackt worden vor Marlenes Augen. Ne? Aber wir wollen das eben nicht für jedes Video, weil sonst wird das Video schon 20 Minuten länger, wenn wir hier alles einzeln auspacken. Gut. Jetzt zeige ich mal alles an, bereite mal vor und dann stecken wir das für uns. Okay, kann ich mir das davor noch anschauen? Natürlich, klar, das ist das Ganze. Das sollst du auch, weil wenn man so bei sowas, Kontrolle ist, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ja. Wäre mir auch gar nicht recht, wenn du dann sagen würdest, ich will das machen, wie ich will. Ich gucke ja immer gerne, wenn die Kunden nochmal drüber schauen, weil letztlich sind ja auch deine Ohren und dann hat man doch so seinen eigenen Geschmack. Ja, stimmt. Gut, ich sehe hier noch die zweiten Ohrlöcher. Genau. Drüben sehe ich sie auch noch. Ja. Die sind zugewachsen. Haben die dir vom Abstand generell gefallen? War sie dir zu eng? Das ist fast zu eng, ne? Es war mir erstens zu eng und das letzte war mir dann halt wieder zu weit weg. Gut, das ist also egal. Das ist viel zu weit weg. Aber die zweiten, die waren den Tick zu eng. Ja. Habe ich eh gedacht, aber ich wollte nur mal fragen. Nein, also ja. Dass wir das auch besprechen. Am besten ist es, Marlene, wenn du dich mal anders hinsetzt, und zwar so. So, ja, okay, alles klar. Was machst du so, Marlene? Ich gehe in ein Gymnasium, also in ein Oberstufengymnasium. Ist schlau. Ist gut? Hä? Ist gut? Ich? Ob ich gute Noten habe? Ja. Ja? Ja. Das heißt was? So 1-2er Durchschnitt. Toll. Sag ja, jetzt sieht schon schlau aus. So. Wo kommst du her? Der Nachname ist was? Eine Mischung aus 5 Sprachen, alles slawische Sprachen. Okay, das heißt? Mein Vater ist eigentlich Wiener von Geburt her, keine Ahnung, wie dieser Name zustande gekommen ist. Okay. Die Mama auch Wiener? Oder nein, meine Mutter kommt aus Tschechien tatsächlich. Aber die hat eigentlich einen relativ deutschen Namen, also irgendwas ist da nicht ganz richtig gelaufen. Und aber sprichst du irgendwelche Sprachen? Spanisch und Englisch. Okay. Eigentlich irgendwie fast jeder. Aber Tschechisch nicht? Nein, meine. Okay. Ja, voll habe ich mich verweigert. Also in meiner Trotzphase dann. Ja, das ist oft so, dass die. Da war mein Anti-Helix, ne? Ja, genau. Ich bereue es eigentlich eh bis heute, aber jetzt kann man auch nichts mehr ändern, denke ich mir. Du kannst dich hindestens lernen, aber das hast du wahrscheinlich keinen Bock mehr. Müsst ihr da eben auch Ringe bei dem Conch? Helix? Conch-Helix? An Stern eigentlich. Später mal? Ringe auch überlegen oder eher nicht? Habe ich mir schon überlegt, um ehrlich zu sein. So. Also. Dann zeigen wir mal an, das Ansehen ist das Wichtigste von allem. Okay. Und dann zeige ich mir ein Spiel, ob es dir gefällt. Gut, dann besprechen wir das Ganze. So. Okay. Ich fange mal mit dem Böllchen hier an. Wenn so Ohrläppchen schon mal gestochen worden sind, muss man immer wirklich aufpassen, dass man es dann auch schön macht, weil oft ist es eben, wie bei dir beim ersten, einfach nicht so optimal gewesen. Und dann hast du mal gegoogelt und hast uns gefunden und hast gedacht, da kommst du her. Ja. Schön. Und wer bist du jetzt? 17, bald 18. Eltern waren einverstanden mit Piercing? Also, ja, aber hast du es gleich hingekriegt? Meine Mutter meinte so zu mir, ich werde im Dezember 18. Und da macht sie keinen Sinn mehr Nein zu sagen. Okay, da nichts. Und ja, also an sich hat sie kein Problem mit Piercing, solange es am Ohr ist. Ja, es ist. Ich habe auch Eltern, die letztens im Mädel gehabt, die hat mir so leid getan, da haben wir ein Video gemacht mit der Freundin. Aha. Die kamen für Klassenfahrt nach Wien, Deutschland.
Und dann hat die Freundin war schon mit der die Erlaubnis der Eltern gehabt, die waren auch 17. Okay. Und die andere, die wollte unbedingt ein Conch-Piercing von uns haben und guckt den Kanal hoch und runter und hat sich so gefreut und wollte unbedingt das Piercing haben. Die Eltern haben gesagt, nein, darf sie nicht. So nach Motorpech gehabt, bis dann die 18. Mhm. Und die musste da dann, sage ich mal, im Endeffekt, die wird auch sicher wieder kommen, hat sie gesagt. Aber wenn man denkt, halt, wenn du Klassenfahrt bist, wegen diesen 2 Monaten von Eltern. Ja, das ist echt blöd. Ja. Schwachsinn, jetzt, keine Ahnung. Irgendwie ist abgefahren, ist aber sagt, okay, aber bei so einem normalen Piercing am Morgen. Ja. Vor allem, man kann es ja wieder rausnehmen. Ja, also, das ist halt mal anders. So, dann zeige ich dir mal zuerst. Hoppala, geht. Ja, geht. Einmal das zweite Ohrloch, 7,5 mm Abstand und einmal das Conch, wie ich es nenne. Okay, perfekt. Ja, wo dann später auch ein Ring so schön ums Ohr rumgeht. Da drüben auf dem anderen Ohr, ähnlich. Einmal auch 7,5 mm Abstand, dann 6,5. Aha. Und hier drüben der Antihelix. Die Punkte verlaufen gerade so ein bisschen, wahrscheinlich weil du vom Alkohol schwitzt, genau beides. Und? Perfekt. Ja. Ja? Ich habe nur eine Frage, ja, und zwar, mein eigentlicher Plan ist es im Endeffekt, irgendwann mal hier so 3 zu haben. Also insgesamt 3. Okay. Ist das dann noch möglich? Das ist gut, dass du es mir jetzt sagst. Naja, aber wenn du das zu spät sagst, also nach dem Stechen und wenn wir nicht drauf achten, dann ist es doof. Okay, nein, also das wäre so mein Plan eigentlich. Okay, alles klar. Na, dann würde ich ihn ein bisschen anders machen. Okay. Weil dann wird es dann wird's nämlich irgendwie scheiße. Ich mich selber. Normal frage ich die Frage nämlich selber am Anfang. Wenn ich die jetzt verlade, den vergessen zu fragen. Kein Stress. So, jetzt soll das passen. Also wir müssten dann etwas tiefer gehen. Okay. Dann sollten wir das als erstes Piercing machen hier unten. Ja. Dann würde das zweite da kommen, das dritte oberhalb. Okay, perfekt. Ja. Machen wir so? Sehr gerne. Gut. Dann überreiche ich den Spiegel wieder. Danke. Was machst du sonst so, Marlene? Sport eigentlich. Was denn? Wenn ich Zeit finde. Ich gehe eigentlich nur ins Fitnessstudio. Okay. Also nichts, das ist nichts Aufregendes zu berichten. Ich habe einen Hund, einen Labrador. Der ist ursüß, aber das interessiert, glaube ich, keinen. Na, ist auch schön, oder? Wo ist der? Aber nicht hier. Nein. Da passt man mal drauf auf zu Hause. Ja, ja. Ja, wie es halt so ist mit Hunden, ne? Gut, okay. Also, dann stell dir mal, hast du irgendeinen Wunsch, was du zuerst haben willst? Ah, ich hätte gerne die Loops zuerst. Loops? Loops, ja, sorry. Loops muss auch sagen, aber das ist falsch. Loops, okay. Loops. Warum? Okay. Weil die weniger wehtun. Weil ich da, ich kenne das schon. Okay. Deswegen. Ich wollte nur fragen, jeder hat so seine eigene Philosophie zu dem Thema, warum er das zuerst hat, deswegen frage ich. Bitte mal so herzen. Ach, wieder so. Okay. Yes, ja, für die Loops, ja, aber dann kann ich die vom Stechen her so, sag ich mal, schön gleichmäßig parallel stechen. Alles klar. Okay, doch. Wenn du irgendwie zwischendrin eine Pause machst, weil du möchtest, weil wir jetzt ja noch 5 Piercings stechen, einfach sagen. Okay, passt. Ansonsten würde ich jetzt nur die Loops stechen. Perfekt. Und dann vielleicht den Conch und dann noch den Antihelix. Okay, was tut am meisten weh? Naja, also Loops, wie gesagt, kennst du schon, die werden nicht so schlimm sein, oder? Ja. Antihelix oder Conch, wenn ich mich da jetzt entscheiden muss, ich sag's ehrlich, was ich sage, ist falsch. Ich würde sagen, das, was wir als letztes Mal haben, wirst wahrscheinlich sagen, tut mehr weh. Generell würde ich sagen, tut der Antihelix weniger weh als der Conch. Okay. Aber das ist, wie wir es machen, ist falsch, sag ich mal. So, ganz gut. Dann hast du recherchiert und gefunden und das sagt, dann kommst du zu mir. Genau. Sich hier wohlgefühlt. Termin ist lang machen müssen, oder? Das war eigentlich meine Schuld. Ich habe dann angerufen. Dann bin ich im Endeffekt drauf gekommen, dass der Termin doch nicht passt. Und dann musste ich den wieder ändern. Also. Aber sonst war, also es waren wirklich hier alle sehr nett zu mir. Auch wie ich es ändern wollte. Ich tue weh. Nein, das stimmt nicht. War's okay? Ja, das ging voll. Ich bin aber auch kein schmerzempfindlicher Mensch. Nee, gut, komm mal rein. Aber eine Frage, weil du gesagt hast, dass du kennst es schon, das Ohren, waren die gestochen oder mit der Nadel? Nein, die waren mit der Pistole leider. Ja, dachte ich mir. Aber dann ist es ein vergleichbares Gefühl.
Weil viele Kunden sagen, dass die Nadel weniger wehtut als mit der Pistole schießen. Da kann ich nur zustimmen. Also jetzt gerade fühle ich kaum was. Ich meine, es sticht und dann aber, also... Im Kanal schreiben so viele Leute immer, dass sie Angst haben davor und sich nicht trauen und sich sagen, wenn man die Videos anschaut, kriegt man doch eigentlich Vertrauen dazu und sagt, Mensch, so schlimm ist es doch gar nicht. Ich finde man, also ich denke mir gerade die ganze Zeit, oh mein Gott, jetzt kommt gleich die Nadel daran, jetzt kommt gleich die Nadel ran und du ziehst sie eigentlich schon raus. Geht so schnell, gell? Ja, also ich merke kaum was. Super. So, jetzt ist die Frage der Fragen, Marlenchen. Okay. Willst du jetzt das Anti-Helix haben als erstes oder das Conch? Das ist jetzt dein Bier. Schieb mich nicht ein. Mein Bier, super. Willst du eine Empfehlung? Ja, bitte. Dann will ich jetzt kurz einen Ohrwechsel machen, das heißt die andere Seite stechen und dann das Conch zuerst machen. Gut. Okay. Sollen wir dem Rat folgen? Ich folg dir. So mag ich das. Und was willst du danach haben? Medienmanagement studieren. Ist das FH oder Uni? Das ist eine FH. Aber ich weiß nicht, ob ich mir das leisten kann. Wieso muss man das zahlen? Ja, man muss pro Semester einen gewissen Beitrag zahlen, aber... Oh. Da geht auch sowas wie BAföG oder so. Unterstützung, oder? Das habe ich mir auch schon gefragt, aber das ist halt immer die Frage. Ansonsten möchte ich eigentlich Publizistik und Kommunikationswissenschaften studieren, aber das studiert halt jeder. Du bist da mitten in die Arbeitslosigkeit, ja? Ja. Na, also, nee, das ist gemein gesagt, oder? Aber manche so, also, das ist so. Also. Nein, das ist so ein typisches, glaube ich schon, oder? Ja, es ist, ja. Und genau deshalb, also, es. Ja. Ja, du hast eigentlich komplett recht, aber es interessiert mich halt, das ist das Problem. Wirklich? Ja, nein, das interessiert mich wirklich. Also es ist nicht so, weil ich sage, ich habe nichts anderes so im Sinn oder keine, ich weiß halt nichts, aber mir tut gerade gar nichts weh. Machen wir das letzte noch? Ja, gerne. Leg dich kurz drauf am besten. Pass auf, dass du das Stativ nicht umarmst. Darauf? Ja, nee, ist am Rücken wieder. Achso. Okay. Sportlich ist sie ja, die kriegt die Achseln hoch. Hier, so. Okay, machen wir das noch kurz. So. Ja, letztlich muss man studieren, was man möchte. Das habe ich mir halt auch gedacht. Aber ich denke mal, wenn du danach keine Arbeit hast, ist es auch gewisse, nicht dämlich. Ja, kannst du Tierpfleger werden oder sowas danach. Und wenn ein Stück reisen, kannst du noch, immer noch Piercer werden, schau wie ich. Naja, ich meine, wenn man jetzt, sage ich mal, nicht Medizin oder Jus oder sowas machen will, das sind natürlich Medizinstudiengänge, wo man sagt, da kann man immer irgendwo weiterkommen. Oder Architektur oder sowas. Ja, voll. BWL ist halt auch so ein, an der Weltstudiengang, halt nicht zu sagen, BWL ist natürlich generell schade, so ein grundwirtschaftliches Verständnis und sowas auch immer nicht für später geben. Aber, und da kann man auch sehr, sehr viele Sachen, Berufe dann auch immer ausüben. Aber letztlich gleich muss man das, sich da selbst folgen. Und das nächste Thema, willst du eine Karrierefrau werden oder willst du eher, sagst du, bist eher eine Frau, die einfach auch Familie will, dann hast du zweitens wahrscheinlich eher das Thema, dass du wahrscheinlich doch eher dann dich vielleicht mehr um ein Haus und Kinder kümmerst. Und ich will keine Kinder. Die will keine Kinder. Die wäre doch sicher süß von dir. Das ist eine gute Gene, hübsche Mutter, kann man sich vorstellen, ja? Wie du mit so kleinen Stöpseln hier reinkommst in 4 Jahren. Also wir hatten ja schon öfters Kunden und die kommen ja immer wieder auch meine Kunden. Wir haben schon oft Kunden gehabt, die waren halt so wie du jetzt mit 17 da und dann waren sie, kommen sie halt mit 25 wieder. Mit Kindern? Gibt's alles. Ja? Ja? Okay, krass. Ja, ohne ist schlechter, also wenn die auf einmal weg sind, ja, das wäre nicht gut. Aber nee, aber du, ich habe alles schon, also ich habe wirklich schon, ich habe die Janina, eine Mitarbeiterin von uns, die habe ich schon gekannt mit 14, die hat jetzt bei uns sogar gearbeitet ein paar Jahre und also es ist teilweise lustig, wie lange mich die Leute so begleiten im Leben eines Piercers. Die Sandra ist eine ganz tolle Stammkundin, die war schon bei mir, seit sie 15, 16 ist. Jetzt hat sie mittlerweile eben auch ein Kind, der mit 24 oder 23. Also ich habe viele Leute, die ich halt schon wirklich... Aber das ist eigentlich schön. Ja, dann begleite. Ja, ist echt süß. Ist schon süß. Ja, ist schon schön. Es ehrt natürlich auch einen, wenn man denkt, Mensch, die Leute kommen immer wieder zu mir. Obwohl ich jeden Tag mit dem gleichen Blödsinn mache und weil sie sich einfach wohlfühlen, aufgehoben fühlen und sagen sich, na gut, warum soll ich woanders hingehen? Ne? Stimmt. Und das ist ein gutes Zeichen für uns.
Also beim nächsten Mal müssen wir berichten können, oder zumindest in ein paar Jahren, was du studiert hast. Auf jeden Vielleicht Fall. Vielleicht sehen wir uns bis dann ja nochmal fürs Anti-Helix. Stimmt. Wobei es vielleicht eher schneller sein ist. Also im Regelfall, ich gebe dir noch als Tipp, wenn du das Anti-Helix machen möchtest, würde ich die nächsten zwei auf einmal stechen. Okay. Sobald es rum ist ums Eck, weil wenn du das dann, wenn man es dann auf dreimal stechen willst, dann mühsam. Ja. Und ich würde das tendenziell eher zeitnah machen. Das heißt, ich würde es nicht ein halbes Jahr warten. Ich würde es wahrscheinlich eher so in 6 bis 8 Wochen machen. Oder sonst in 3 Monaten. Aber ich würde es nicht ewig lang rauszögern. Außer du bist dir nicht sicher. Und wenn du sagst, ich möchte es, würde ich es lieber bald machen. Weil dann haben wir quasi mehr oder weniger einen Heilungsblock. Und dann fängst du nicht mit, immer mit Null an. Weil sonst ist eins verheilt, dann kommen zwei neue dazu. Es ist zwar auch eine Möglichkeit, aber oft ist es schneller fertig, wenn man alles einmal hat. Okay, passt. Gut. Von der Pflege her, ich kläre es dir noch kurz. Okay. Und dann zeige ich die Business auch noch mal kurz her. Erster Schritt soll das sein, du nimmst Pontefin zu Present Deal. Okay. Zuerst Hände waschen und desinfizieren. Wenn die Hände gewaschen und desinfiziert sind, nimmst du Pondelin Spray, sprüh dir da bitte so 2-3 Sprühe auf. So vorne, hinten, das ist einwirken, 30 Sekunden. Nach den 30 Sekunden nimmst du eine Küchenrolle, die sprühst du kurz ein und putzt vorne und hinten die Pissings sauber ab. Bitte nie Wattestäbchen nehmen. Okay. Beim Anti-Helix kommst du schwer in die Ecke rein oder innen rein, da muss vielleicht jemand suchen aus der Familie, der das innen putzt. Okay. Beim Conch ist es easy, bei den Lobes ist es auch easy. Ja. Dann, wenn du es geputzt hast und die Schmuckstücke bleiben drin, kommen nicht raus, nimmst du Pondelin Gel. Vom Gel bitte einen Tropfen nehmen, das die Tischspitze dabei abschneiden oder aufpieksen und dann einfach auftupfen. Tust dir auf den Finger und tupfst du mit dem Finger auf. Okay. Wenn du es eingesprüht und aufgetragen hast, dann eben das Gel einfach einschmieren vorne hin und mittelsanft bewegen die Pillings. Man dreht sie nicht. Früher hat man gesagt, bei Ohren soll man drehen. Das ist ein Schwachsinn, dadurch heilen die Pillings nicht gut. Deswegen bitte unbedingt einfach schieben. Bewegen. Ja, richtig. Okay. Hin und her oder nur nach vorne oder ist es gut? 3 Wochen zweimal am Tag, dann 3 Wochen einmal am Tag. Das ist 6 Wochen am Stück. Und in 6 Wochen kommst du wieder her, dann gucken wir uns an, ob alles verheilt ist. Vielleicht stellen wir was Neues, vielleicht auch nicht, können wir es dann immer noch legen. Gut, passt. Haare färben haben wir seit 6 Wochen nicht, machst du eh nicht. Dann bei Sauna Solarium 3 Wochen nicht im Schwimmen gehen, bitte. Okay. Und duschen, Sport und Haare waschen ab morgen wieder erlaubt. Okay, perfekt. Danke. Das waren deine ersten Piercings jetzt quasi, oder? Ja, voll. Da hast du 5 Piercings auf einmal als Anfang gemacht, darf ich mal um dich rumfliegen. Sicher. Das ist schon krass. Schon eine taffe Maus, du. Also, ist schon eine Leistung, weil viele schreiben immer, ja, das schaffe ich nicht, könnte ich nicht, ihr seht, es geht. Man muss natürlich ein bisschen so motiviert sein wie du, du hast es gewollt, hast dich darauf gefreut, mir, glaube ich, auch vertraut und dich hier wohlgefühlt, dann klappt das eigentlich ganz gut. Kreislauf ist, glaube ich, tipptopp. Ich sehe da keine Anzeichen. Schluck Wasser oder irgendwas? Nein, wirklich. Gut. Alles passt. Danke. Dann hast du mir den Pflegezettel mit. Den bitte nochmal durchlesen. Für alle, die den auch haben wollen, auf der Homepage www.piercing-mega-store.de könnt ihr euch den umsonst gratis downloaden. So, den gebe ich dir. Pflegezettel auch. Wichtig, wenn du gleich runtergehst, Termin ausmachen und das wechseln. Wenn du sagst, vielleicht will ich Stechen machen, Stechtermin gleich aus. Okay. Kannst lieber noch eine Woche absagen. Okay. Aber wenn du es nur einen Wechseltermin machst und willst in der Woche einen Stechtermin draus machen, dann kannst du dich eigentlich draußen gehen. Ja. Okay. Okay, alles klar. In diesem Sinne, danke euch fürs Zuschauen. Danke dir, dass wir dich dann filmen und stechen dürfen. Ich bin sehr gefreut, weil ich lustig mit dir. Danke. Mein Lieben, tschüss. Baba. Ciao. Tschüss.